Vorarlberg in 100 Sekunden. Präsentiert von Antenne Vorarlberg und Voll.at. Ich bin Philipp von Drack. Guten Tag. Rauchverbot, ja oder nein? Österreichs neue Gesundheitsministerin Sabine Oberhauser will nun Nägel mit Köpfen machen, was bei den Vorarlberger Gastronomen eher weniger gut ankommt. Denn sie will nicht, wie ihr Vorgänger vorgeschlagen hatte, den Wirten, die umgebaut haben, Entschädigungen zahlen. Erst wolle sie aber mit den Wirtschaftsvertretern selbst sprechen. Die Verhandlungen dürften schwierig werden. Vorarlbergs Wirtesprecher Andrew Nussbaumer etwa stellte quasi die Bedingung, über ein Rauchverbot nur reden zu wollen, sollte es Entschädigungen geben. Überrascht zeigt sich der Bezauer Bürgermeister Georg Fröwis über die neuen Pläne zur Wälderhalle in seiner Gemeinde. Gespräche mit den Betreibern des Eventcenters samt Eishalle habe es noch keine gegeben, so Fröwis. Er zeigte sich überrascht, wie konkret die Pläne auch angeblich schon sind. So soll das Eventcenter auf Pfählen im Wehrbereich in Bezau errichtet werden. Das war groß, dass man die Behörden informiert, hey, aber bösen hier eher den oben mit der Wasserbahn geredet und die wirst du da nichts. Vor allem seien auch die Gemeinden Reute und Andelsbuch mit einzubeziehen. Angeblich liegen die Pläne für die Wälderhalle in der Bregenzer Ach seit einem Jahr beim Land zur Überprüfung. Der Leuchtenhersteller Zumtobel mit über 1.900 Mitarbeitern im Land erholt sich langsam. Sowohl Umsatz als auch Betriebsergebnis hätten gesteigert werden können, ließ das Dornbirner Unternehmen heute Morgen im aktuellen Quartalsbericht wissen. Wegen des Konzernumbaus mit Schließungen in der Schweiz und Schweden sank jedoch der Gewinn um fast 15%. Und in Andelsbuch hat sich gestern Abend eine 51-jährige Frau bei einem Unfall mit ihrem Auto überschlagen. Sie geriet in einer Kurve ins Schleudern und prallte gegen einen Baum. Das Auto wurde zurück auf die Straße katapultiert und überschlug sich. Die Frau hatte Glück und wurde nur leicht verletzt. Am Auto entstand jedoch Totalschaden. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und bis morgen.